und herzlich willkommen zur 14. Folge von Ding in die Schnauze. Ich habe wieder den Monty bei mir. Hi. Wir sind heute nur wieder zu zweit und wir haben eine kleine Premiere. Ja, heute haben wir erstmalig einen Gastwunsch mit in die Sendung genommen. Und zwar Dondo Pachi. Das hat sich nämlich der Out aus dem Pixelor Forum gewünscht. Nein. Doch hat er wohl. Ja, aber das heißt Dodon Pachi. Ach so, Dodon Pachi. Ja, Dodon Pachi. Das hat sich nämlich der Out gewünscht aus dem Pixelor Forum. Und wir sagten, ja, machen wir mal. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auch öfters mal. Also wenn ihr Vorschläge habt für Tracks und so weiter, könnt ihr die im Forum hinterlassen oder einfach mal hier in die Comments schreiben, wie auch immer. Wir schauen dann mal. Ich würde das Forum nehmen. Ja, natürlich werden User, die im Forum posten, bevorzugt, ist ja klar. Also, kommt zu Pixelor. Ja, anfangen möchten wir mit Montys Auswahl. Ja, ich habe mir Shadow of the Beast rausgepickt. Das kam 1989 raus von Psygnosis und der Musiker war David Whittaker. Ja, Shadow of the Beast war damals so ein Vorzeigespiel für den Amiga, weil es technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau war. Spielerisch war es dann eher mau, aber es war damals ein hervorragender Technikblender. Das ist aber so ein Markenzeichen von Psygnosis-Spielen irgendwie. Ja, das stimmt allerdings. Wobei, Wipeout war eigentlich ein sehr gutes Spiel, wohlgemerkt. Nee, fand ich auch nicht gut. Echt? Wipeout habe ich gerne gespielt. Irrelevant, wir starten jetzt direkt mit Shadow of the Beast, dem Intro-Tune von David Whittaker. Sehr schönes und sehr atmosphärisches Stück. Thank you.
Ich habe mir Ace 2 rausgesucht auf dem C64. Das habe ich damals immer mit dem Zer gezockt. Kennst du das, Monty? Ich habe es nie gespielt, aber den Titelsound kenne ich von Edition Cracker Vorspenden. Hm, ja. Und ja gut, ist halt von Rob Hubbard. Rob Hubbard ist ja generell so eine Legende auf dem C64. Den Track kennt wahrscheinlich auch jeder, der sich so ein bisschen mit dem C64 beschäftigt hat. Und wahrscheinlich auch aus der Demo-Szene, da wird der auch oft verrostet, dieser Track. Ja, und daher kenne ich den wahrscheinlich auch. Das Spiel wurde 1987 von Cascade Games entwickelt, beziehungsweise released und ist halt so, ja, weiß ich nicht, so ein, ja, so ein Möchtegern-Simulator. Macht wie gesagt zu zweit, hat das damals richtig Bock gemacht. Ja gut, der letzte Track ist halt der besagte Wunschtrack von Out aus dem Forum. Das ist dann Dodonpachi. Kam 1997 raus in Arcadehallen von Cave, also klassischer Cave-Shooter. Naja, es wurde von Cave entwickelt und wurde von Atlus rausgebracht. Die jetzt ja übrigens pleite sind. Was eigentlich schade ist, ich mochte die. Ich soll irgendwas gesagt haben. Genau, wir haben es leider nicht geschafft, irgendwie den Musiker ausfindig zu machen. Also selbst im Abspann wird der irgendwie nicht erwähnt. Und selbst wenn, ist es mir wohl entgangen. Deshalb heute mal ohne Musikerangabe, aber auf zum Track. We'll be right back.
Ja gut, das war die 14. Folge von Dinge der Schnauze. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wie Ox schon gesagt hat, wer irgendwelche Wünsche hat, der kann die gerne beim Pixel im Forum posten. Und ja gut, dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Nieder mit die Arbeit.